Innenminister Herbert Reul hat sich erschüttert gezeigt über diesen Polizeiskandal in seinem Bundesland. Insgesamt wird gegen knapp 30 Polizisten ermittelt. Der Vorwurf, wir haben es gerade gehört, Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz hat heute Morgen bei mehr als 10 Polizisten die Wohnungen durchsuchen lassen und Handys beschlagnahmt. Mehr Details dazu kennt mein Kollege Frank Schneider mir nun zugeschaltet. Frank, wie genau ist der Staatsschutz jetzt überhaupt auf die Spur der Beamten gekommen? Ja, ich muss sagen, die Pressekonferenz, aus der wir eben das Zitat gesehen haben von Herbert Reul, läuft hinter mir immer noch. Es herrscht dort wirklich blankes Entsetzen darüber, was vorgefallen ist, tiefe Erschütterung. Und man muss sagen, die Razzia heute Morgen begann um 6 Uhr. Es wurden insgesamt 34 Wohnungen und Polizeiwachen durchsucht, dort, wo die Polizeibeamten arbeiten. Um dann das nochmal aufzuschlüsseln, 29 Beamte sind insgesamt zum jetzigen Zeitpunkt beschuldigt. Man fürchtet, es könnten noch mehr werden, wenn jetzt weitere Handys ausgewertet werden. Zum anderen sind 11 Beamte sogar strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt. Das heißt, die Volksverhetzung und eben dieses Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Da handelt es sich, es ist hier heute geschildert worden, um Hakenkreuzflaggen, um Reichskriegsflaggen, um Hitler, der oder Personen, die den Hitlergruß zeigen. Dazu kommt Volksverhetzung. Es muss wohl ein ganz schlimmes Problem, wo ein Mann mit einem Gewehr einen farbigen Jungen tötet. Zumgleich sind Flüchtlinge zu sehen auf mehr oder weniger konstruierten Fotos, die in die Gaskammern geführt werden. Also schon wirklich, wie Reul das selber sagte, übelste und widerlichste Hetze. Und diese Wohnungen sind jetzt durchsucht worden. Weitere Handys werden jetzt in den nächsten Stunden und Tagen ausgewertet. Und die Befürchtung ist, dass noch weitere Teilnehmer dieser Chatgruppen bekannt werden. Man muss allerdings dazu sagen, es handelt sich hier um rein private Chatgruppen dieser Polizeibeamten. Aber das ist in dem Fall komplett egal. Deswegen wird auch disziplinarrechtlich eben alle suspendiert. Eben mit dem Ziel, sie aus dem Dienst zu entfernen. Denn Polizisten haben einfach die Pflicht, Anzeige zu erstatten, wenn sie von so etwas Kenntnis bekommen. Sie haben den sogenannten Strafverfolgungszwang, auch im Privatleben. Und das heißt, auch nur die mitgelesen haben. Es handelt sich insgesamt auch um 15 Personen, die nur mitgelesen haben. Aber das ist erstmal egal. Sie sind genauso suspendiert, mussten ihre Waffen abgeben und dürfen die Diensträume auf Weiteres nicht mehr betreten. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.